Uns ist es gelungen, heute hier im Landtag einen Beschlussantrag umzusetzen, mit dem in Zukunft in Südtirol die Identitätskarten in 3 Sprachen ausgestellt werden. Bisher waren diese Identitätskarten in Papierform ja in deutscher und in italienischer Sprache angegeben. Mit den neuen Identitätskarten in Scheckkartenformat hieß es aber, dass der Platz dafür nicht mehr zur Verfügung stünde und somit eine deutsche Sprache nicht mehr aufgedruckt werden kann. Das haben wir natürlich nicht akzeptiert. Wir haben uns auch informiert, wie das beispielsweise bei anderen Minderheiten in Italien gemacht wird. Beispielsweise im Ostertal oder bei den Slowenen in Friaul-Julisch-Venetien. Und dort funktioniert es auch, dass man die Identitätskarte in mehreren Sprachen bedruckt. Und deswegen haben wir jetzt mit unserem Beschlussantrag heute hier gefordert, dass das auch für Südtirol umgesetzt wird und dass die Felder, die von den Gemeinden abgedruckt oder angegeben werden, wie beispielsweise die Ortsnamen, die personenbezogenen Daten, in der Sprache der jeweiligen Volksgruppen stärker gereiht werden. Das heißt, dass in Südtirol zuerst in deutscher, dann in italienischer und dann in ladinischer Sprache diese Identitätskarten bedruckt werden.